Ups, Moment, ich habe ja die Kamera gar nicht an. Moment, Moment. So, ich komme gerade von der Arbeit. Bitte lasst mich kurz was vorbereiten, bevor es losgeht, okay? Lasst mich was vorbereiten, bitte. Uno momento por favor. Scheiße. Ich komme frisch von der Arbeit. Ja, vielen Dank, danke. Der Emerald Cup. Der legendäre Cup. Scheiße. Ich muss hier irgendwas tun noch. Einen Moment. Ja, so ist fein. Okay, versuche ich mal damit. Perfekt. Okay, sehr fair, Steffes, sehr fair. Ich muss trotzdem was noch machen. Mein neuer China-Account ist noch nicht fertig. Haha, Quatsch, nein. Ich spiele natürlich mit meinem normalen Account. Nee, ich muss das anders machen. Richtig. So. Ja, ich muss den Typ hier raus tun. Dann mache ich einfach mal so. Oder ich mache das mal anders. Ey, Vorsicht. Schön, das ist gut. Jetzt fehlt mir noch eine Sache. Jetzt tut mir nur noch eine Sache fehlen. Und zwar eine Sache, die ich nicht verraten werde. Welche Gruppe? Ja, ich muss doch erstmal was machen. Ich bin gleich fertig. Ich habe noch nicht mal was gegessen, hab ein bisschen mehr Respekt. Ja, da ist es. Ups, ich muss meinen kurzen Fähigkeitsentfernungsdings aus dem Shop kaufen. Hey. So, ich will doch bereit sein, ne, Leute? Ist minus 70 Debuff gut? Wisst ihr das? Wenn alle BB 4 sind?
bereit, hart zu verlieren? Nö, da bin ich nie bereit zu. Ich weiß, dass wir der Underdog sind, aber ich gebe niemals auf. Niemals. Außer ich liege 1-0 zurück, dann quitte ich. So, ische, binne, gleiche, fertige. Pack lieber Schild dran, Steffes kommt. Ach Quatsch, der spielt doch keinen Debuff, oder? Uno-Momento. Schön, was ich hier gemacht habe. Schön. Schön, schön, schön. Und jetzt noch etwas Schlaues tun. Da ist es. Oh, top, 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 was ich hier mache. Very top, 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 top. Gleich gehe ich in die Gruppe, nur noch aufleveln. So, damit rechnet ihr nie. Nach diesem Spiel werde ich in die Geschichte eingehen als Genie. Aha, als Genie. Als Genius. Man wird Denkmäler errichten für mich. Wo weißt du das? Mit dem roten Kals Auto abfangen? U16 Kals? Geil, ne? So, das ist fertig. Jetzt muss ich mir kurz noch mal was anschauen und dann gehe ich in die Gruppe rein. Könnt gerne. Schweine labern auch nicht. Was? Ich glaube, du meinst Raffi, ne? Ich mache schon mal mein Handy an, hier am PC. Wo ist das? Wo ist das? Oder wenn mein Handy... Ach, war gar nicht dran so jetzt, aber... Erlauben. Gut. Ich hab's doch erlaubt. Hallo. Moment. So, jetzt nochmal. Okay. Jetzt erlauben und jetzt läuft's gut. Jetzt muss ich mir kurz was anderes anschauen. Okay, jetzt gehe ich in die Gruppe. Oh, ist der Chat eigentlich? Ja, der Chat sollte gehen. Also unter Gruppen, Online-Gruppenspiel. Wo ist die ID überhaupt? Moment. Ist die ID. Wo ist die denn? Ach so, bei Spiel. Bei jetzt spielen, ne? So. 2-0. Ach so, die Gruppe muss ich verlassen. Zwei null sieben sechs vier sieben, oder? Ja.
Ach, nicht zuschauen, das war Gewohnheit. Ich muss wieder raus. Fuck! Wartet bitte. Oh nee, ich muss ja nochmal eingeben. So, 207 647. Okay, und ID-Suche und jetzt mitmachen, teilnehmen. So, ich muss die Kamera wieder machen. Da ist es. So, wir können also, jetzt könnt ihr schon beginnen. Sora gegen, wie heißt der andere nochmal? Steffes, oder? Ja, okay. Doch, macht mal, ne? So, was hat Steffes zu bieten? Wir wissen, er hat die AS-WM gewonnen. Er ist also haushoher Favorit. Gesamtstärke 2,2 Millionen. Okay, er spielt mit den Schmitz. Das heißt, er ist ein Debuffer. 26 plus. Autsch. Was hat Sora da? Hat er tatsächlich ein Konter? Wer weiß? 48 minus. Hat Steffes auf Sora. Sora, bist du vielleicht ein Genie? Sind wir doch vielleicht keine Idioten? Haben wir was vorbereitet? Wer weiß. Steffes macht Spielaufbau. Ah, schade. Der hätte abgefangen werden müssen. Wieder Steffes ANG-Gott. Ui, G2 sieht unterlegen aus. Ist das auch so? Wenn er richtig rät, kriegt er meiner Meinung nach den Ball. Er rät richtig und kriegt den Ball. Das ist fair. Super. Oh, super gemacht auf Santana. Nur drei Gegenspieler, das kann er doch bewältigen, oder? Das sollte Santana schaffen. Oh, Jito schont. Schont sein Skill, das ist erstaunlich. So, Roberto ist im Raum de la Straf. Er kann nur doppelpassen. Es wirkt genial gemacht von Sora. Es wirkt sehr genial gemacht. Aber schauen wir mal. Zweimal abfangen, der Ball. Ist bei Sauer. Oh, ich sollte das Spiel vielleicht in die Gruppe teilen. Im Emerald Discord. Ja, boah, sehr mutig. Mit Michael geschont. Also Sora, aka Bellamy. Das war mutig. Bei ANG hätte auch der Ball durchgehen können mit 20%. Macht das lieber in Zukunft nicht nochmal. Wo ist der Emerald Cup? Da ist der. Ich muss das kurz. Streaming. Spieltermine da. So, und wieder Kontersituation für Steffes. Ui, okay, da müsste Bellamy aka Azora richtig entscheiden. Und das tut er nicht. Der legendäre und einzig wahre Matsuyama ist durch. Aber das heißt noch nichts. Er müsste jetzt schlau passen und das tut er auf Leo, der schnell auf Tsubasa passt. Einzelmatchup gegen Grandios. Ich denke aber, wenn Grandios richtig entscheidet, kriegt er den Ball.
Der sollte kriegen. Wer RNG lässt den Ball durchgehen? Gut, sehr gut. Sora, du bist ein Fuchs. Du bist fuchsig und jetzt kontert er mal schnell. Ja, das ist kein schneller Konter, aber es ist ein guter Konter. Sehr schnell, sehr schön den Ball vorne auf Natureza gebracht, der richtig entscheiden muss, um weiter zu kommen. Das tut er. Steffes versucht sein bestes Tackling, aber es nützt nichts. Da ist Natureza durch. Pass auf, natürlich auf. Oh, auf keinen. Ach, ist noch Halbzeit, wie dumm. Natürlich macht er normales Tackling. Ja, bisher eindeutig unentschieden. Es steht 0-0. Steffes versucht, durch das Bollwerk zu kommen. Doch ohne Erfolg bisher. Wenn Bellamy aka Azora das Spiel aber gewinnen will, muss er ein Tor machen. Interessant, hat Steffes noch was im Petto oder warum braucht er so lange? Schauen wir einfach mal, wer was wechselt. Okay. Steffes hat irgendwas gemacht. Ich weiß nur nicht was. So. Die Diamanten haben Anstoß. Michael sucht das Matchup. Versucht mit allen Mitteln das Matchup mit Roberto zu suchen. Der läuft davon. Durch die manuelle Steuerung. Natureza schmeißt einen Schmidt raus. Ach, Kacke, leck mich doch am Arsch. 20% Tackling gewinnt gegen Pass. Genau das meint Uehara, wir wollen das sehen. Offene Spiele, genau. Jetzt müsste Chester. Oh, Chester ist ja sein Spieler. Aber der Ball sollte. Uiuiui, okay. Michael hat nur ein Tackling. Wenn Steffes schlau macht, könnte der Ball durchkommen. Ja, schade. Schade. Jetzt wird er passen danach. Und der Ball ist durch. Einzel-Matchup zu Barça gegen einen roten alten Overrein. Das sieht nicht gut aus. Für Overrein. Der Ball ist durch. Boah, trotz Abfang 100%. Das ist nicht gut. So langsam hat Steffes die Schwäche durchschaut, oder? Jedenfalls hat jetzt Schneider den Ball und der kann wahrscheinlich auf Roberto jetzt passen. Wenn da kein Matchup hinter ist. Nee, er nimmt den Ball an, um die Position besser zu gestalten für irgendjemanden. Ich weiß noch nicht wen. Wahrscheinlich nochmal auf Matsuyama. Der könnte nochmal auf Matsuyama gehen, vielleicht. Nee, doch auf Roberto. Der. Schade. Der jetzt frei sein sollte. Bin ich mal gespannt. Roberto ist ja leider ein Legendenspieler. Der hat gute Chancen gegen Hernandez. Uiuiui. Wäre schade. Oh Gott, 72% ist viel. Schade. Da kommt die volle Power. Und das 1-0 für Steffes.
Wird das Böse tatsächlich siegen? Aber noch hat Michael den Ball. Oh, nicht gut. Matsuyama kann Auto abfangen. Wissen nur die wenigsten, wissen nur die Experten. Keine Sorge, Sora. Das könnte die nächste Kontersituation werden. Auf wieder Roberto. Oh ja, die Schwäche Overrein ausgemacht. Eventuell kriegt er ihn trotzdem, wenn er richtig rät. Leider kann Roberto dribbeln und doppelpassen. Er rät richtig, Overrein kriegt den Ball, super. Und das könnte vielleicht die letzte Chance werden. Welche Minute haben wir denn? 30. 37. Der Ball müsste. Ja, es kommen leider die Smiths. Aber was ein Cheater, ey, mit seinen Schmitz, ey. Nee, nee, nee. Ach, Kacke, das kotzt mich jetzt schon an. Oh, wie viele Defensiv-Skills haben die denn? Das ist doch wahnsinnig. Der Ball wird nie durchkommen, 100%. Der andere Schmidt kriegt den. Der kriegt den nicht! Er kriegt den nicht! Ja, wo kommt der Ball jetzt? Oh Gott. Oh, gut. Naturell, seid den Ball. Ach, halb, Ende. Ah, gut gemacht, aber. Gegen den Giganten Steffes? Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Gute Leistung. Gut gekontert, sein Debuff. Guter Versuch. Leider hat Roberto die eine Chance gehabt. Trage ich mal ein. 0-1-0. Hut ab. Gratulazione. Scheiße. Fuck. Ich habe noch nicht mal ein Debuff-Team oder ein Schild-Team. Fuck, fuck, fuck. 1-0 steht es für die Legends. Ja, doch, hast gut mitgehalten. Also, hast Steffes phasenweise gut geärgert. Also, mit einem Buff-Team wäre man untergegangen. Jetzt freue ich mich jetzt schon. Bin ich jetzt der Nächste? Ihr müsst mir das im Chat schreiben. Ne, Sora ist dann, okay. Dann kann ich ja kurz was essen. Ich habe ja noch nichts gegessen. Ich bin gleich wieder da. So, ich mache mal kurz die Kamera aus, während ich esse. Niemand soll wissen, dass ich ein Schwein bin. Achso, ich bin gar nicht bereit. Moment, zuschauen. Hallo, zuschauen. Und los geht's. So, ist Saladin auch ein Debuffer? Das sieht nicht so aus mit der Gesamtstärke. Natürlich Superstar 4 und ich habe gesehen, 76. aktuell im Dream Cup. Beachtlich, ich bin 830. oder so. Einzelmatchup gesucht mit Misaki gegen Misaki.
Matsuyama auf. Er sieht nach Tsubasa aus. Die legendäre Steffes-Taktik, den Ball auf Tsubasa. Ist das die Taktik? Roberto ist Hernandez-Killer, das wird leider gefährlich. Ui, der Crit könnte Hernandez retten. Geil. Sora kann kontern. Ist doch links, ne? Ja. Schön. Oh, der Crit. Der Crit war sehr schön. Schön! Doch leider wird Santana kein Tor gegen Hernandez machen, wenn du mich hörst. Hast du Roberto spielen? Dann versuch's mit denen. Ich schau, ich muss mal kurz gucken. Was denn nicht? Hey, Vorsicht! Vorsicht, die Mik kann Dreck schreiben. Oh, was ein Traum. Leider wird Santana gleich Spielergetümmel haben. Wieder. Durch Jito, also aufpassen. Du hättest auf dich hochspielen müssen. Einen S-Pass dann auf Tsubasa machen können. Der wäre dann frei. Tsubasa hat bestimmt eine bessere Chance. So, ich muss mir kurz eine Serviette holen. Dann sehe ich, ob das 1-0 gefallen ist. Oder ich warte. Ich warte. Ach, scheiße. Ich bin gleich wieder da. So, Kamera wieder an. Ich habe so schnell gegessen, wie es geht. Boah, kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. So, noch 0-0 in diesem Spitzenspiel. Boah. Sora, richtig geil. Bisher geile Leistung. Drei Halbzeiten gegen übermächtige Gegner. Ziemlich gut. Du solltest aber irgendein. Du solltest Roberto einsetzen.
Musst du, glaube ich, sogar, sonst wirst du neben dem ein Tor machen, außer mit Angie. Ah, lecker. Lecker. Er hat dir denn auch die Rückennummer 99 gegeben, nur weil ich das auch habe, ey. Dreist. So, Saladin. Ich hoffe, ich habe dir nicht aus Versehen gerade Steffes genannt. Ah, oh, köstlich. Jetzt bin ich satt. Jetzt bin ich bereit gleich. Muss mal das Spiel 2 aktualisieren. Das ist KB Sora versus L Steffes. Weiter geht's. Entschuldigung. Saladin setzt Hyuga ein. Das Nachwuchstalent aus Toho. So, Saladin. Pass auf Matze. Matze wird von Santana was blocken, genau. Leider beides. Jetzt kann Matze ja wahrscheinlich auf Tsubasa passen. Oh, Autoabfang Matsuyama, super gemacht. Matsuyama Einzelmatchup gegen Matsuyama. Matsuyama hat leider die falschen Sachen geblockt. Aus unserer Sicht. Leider. Schade, der Ball wird wohl abgefangen werden. Schade aus unserer Sicht. Kontersituation für Saladin. Ui, natürlich wieder alles von Santana geblockt. Der wird wahrscheinlich, wenn passen auf den, das dürfte zu Basa sein, oder dahinter? Es riecht nach Tsubasa. Nein, es riecht nach Michael. Ach, das war gar nicht Tsubasa. War Roberto. Wo ist denn sein Tsubasa? Hatte kein Tsubasa? Doch, da ist er, oder? So, Michael jedenfalls im Einzelmatchup gegen Tiger Baran. Wer richtig entscheidet, tut den Ball kriegen. Hey, nicht Saladin. Wenn man die Spieler hat, dann soll man doch ruhig diese Big Brain, die Big Brainer machen. Sag ich mal. Michael ist kein Hernandez-Killer, überhaupt nicht. Wahrscheinlich wird er auf Roberto spielen. Der Roberto ist der Einzige, der sehr, sehr hohe Werte hat. Roberto, ich hab. Achso, das dachte, das wäre eine Frage an mich. Ah, scheiße. Wenn man Pech hat, geht er aber rein, ne? Oder der wird gehalten. Eine von beiden Sachen passieren. Oder der Ball wird abgeprallt. Das ist die dritte Möglichkeit. Oh, bitte kein Angie. Komm. Halte den. Halte. Er hat gehalten. Also diese Leistung, die Sora jetzt bringt gegen die beiden. Boah, davon kann ich nur träumen eigentlich. Das kann so in die Hose gehen, wenn ich das vermasse. So, von Kals ist nur eine scheiß Sache geblockt, also müsste Matsuyama richtig entscheiden.
Er entscheidet richtig und jetzt ist gut, wenn man jetzt über die Seite läuft und abwartet, wer da innen mitläuft, in die Mitte. Das ist aber zur Basis. Oh, Izawa war sehr schnell. Oh, was? Habe ich Steffes geschrieben? Das ist falsch. Warum korrigiert er mich nicht? Das ist Saladin. Leider abgefangen. Aus unserer Sicht leider. Ich bin ja beim Team Knack und Back. Izawa dribbelt. Passt auf Matze. Oh, oh nein! Der hätte abgefangen werden müssen. Ach, Kacke. Jetzt aber! So, Tsubasa kann durch. Wie viele Minuten haben wir? Ja, es ist noch Zeit für einen Vormarsch. Tsubasa gegen Michael, das 1 zu 1 Duell. Sora, ey, das ist dein Spiel des Lebens. Gut, aber auf wen tust du jetzt passen? Hast du Roberto eingesetzt? Wieso hat er nicht? Also Roberto war im Abseits, okay. Der geht durch. Oh, bitte nicht schießen auf Roberto. Und oh, hoffentlich ist er gleich nicht im Matchup. Oder ich würde nochmal auf Tsubasa passen. Über Misaki und Izawa durch. Nee, da ist Roberto im Abseits. Hör nicht auf mich. Hör nicht auf mich. Du machst ja schon. Auf Santan, das ist nicht gut. Das hat jetzt, glaube ich, wenig Sinn gemacht, außer. Nee, das ist schwierig jetzt. Oder doch auf Roberto, dass er den eher näher im Fünferraum kriegt. Misaki kann nicht blocken. Aber du nimmst den Ball doch an. Kacke. Ach, scheiße, jetzt bist du im Matchup. Jetzt bist du im Matchup. Der hat Abfänger geblockt. Der hat beide Abfänger geblockt. Beide. Och nein, unser Block ist stark genug. Ah! Oh! Sein Block ist zu stark. Oh, schade. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn er durchgekommen wäre. Also, steht hier, das ist unentschieden? Oder warum hast du die Hand gegeben? Ich habe die Regeln leider nicht gelesen. Bitte nicht dem Polen sagen. Ist jetzt vorbei? 0-0? Tatsächlich. Dann gehe ich mal raus. Cool. So, super Leistung, Sora. Perfekt. Ich bin beeindruckt. Also schon mal keine zu null Niederlage. Die Regeln sind zu lang, ist mir ehrlich. Die Regeln sind viel zu lang. Ich kann mir das nicht alles merken, wenn ich die durchlese. So, muss ich jetzt hosten oder wer hostet? Ihr werdet es mir schon sagen, sicherlich im Chat. Wie, du machst nicht mal mit? Du hast aufgegeben? Aber das ist nicht schön. Das ist nicht schön, Raffi. So, wer muss hosten? Ihr hört mir doch zu, oder? Man muss sich wohl selber jetzt nachgucken, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, Saladin hostet, dann bin ich jetzt dran, ne? Gut. Muss ich kurz was basteln, nachdem ich das Team gesehen habe? Scheiße. Ach komm, Saladin, du.
Was macht der denn jetzt? Ach, ich habe das gar nicht in der Gruppe A gelesen, wo doch die englisch sprechenden Leute da irgendwas gemeckert haben, oder? Oder was war da? Also ich spiele einfach. Oh nein, was hast du jetzt gemacht? Hast du irgendwas geändert, Saladin? Ich glaube, das ist kein Debuff, hoffentlich. Bin bereit. Ich habe nur lange Texte gesehen, die habe ich mir nicht. Doch, Saladin, du. Kann ich das nicht zurückmachen? Habe nochmal Glück gehabt. Das sollte jetzt ein Buff-Team sein. Hoffentlich hört Saladin nicht zu, weil meine Schwäche ist Kalz. Ich glaube, als Superstar 4-Spieler wird er das wissen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Werde ich gegen einen Superstar 4-Spieler gewinnen? Die Chancen stehen gut. Oh, natürlich hat wieder Saladin Anstoß. Was ja logisch ist, wer hostet. Pepe gegen Matsuyama. Ich glaube, da kann nur einer gewinnen. Ey, sniper mich nicht, Saladin. Gut. Och, er hat mich gesnipert. Nein, hat er nicht. Bin zu schnell. Was ein Sniperer. Das war ein schöner whitiger White Pass vom whitigen Saladin. Könnte die erste Torchance werden und das mit einem... Ach, komm. Ach. Ach, leck mich. Ach, fick dich, ey. War doch kein Spaß. Ja, ja. Abprall auf Tsubasa, leck mich am verfickten Arsch, ey. Wäre der Pass mal lieber durchgegangen, ne? Ach, verfickte Mistscheiße hier. Jawohl. Abpraller auf Tsubasa wollte mich verarschen hier. Ist das Schlimmste im Spiel, Abpraller. Abpraller auf den besten Spieler. Der Einzige, der mein Genzo total killen kann, ey. Leckt mich am verfickten Arsch. Aus Saladin. Gut. Der hat Genzo, der hat Gino im Tor, ne? Muss ich mit Tsubasa außen laufen am besten. Ein Sieg reicht. Oh, das ist schwierig. Also du hast so gut gespielt. Du kannst nicht erwarten, dass ich diese Leistung abrufen werde. Beautiful like diamonds in the sky. Oh, kein Crit, das ist wieder typisch, ey. Das hätte ein Crit sein müssen. Das hätte Regenbogen-Crit sein müssen. So gut war der Ball gespielt. 62%. Komm, Roberto! 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 Da ist es. Robby, gut gemacht, Kleiner. Aus dir wird noch was. So, und jetzt gut verteidigen. Saladur. Saladur Superstar 4 und das nicht umsonst. Das wisst ihr sicherlich alle. Zubek. Ach scheiße, warum die Abpraller nie auf mich? Ich spiele 6 Jahre das Spiel. Ich habe noch nie einen Abpraller für mich bekommen. Noch nie. Ach, komm. Mann, Mann, Mann. Und, ja, geil. Hey, kann nur passen. So, Yumizugi. Merkt euch diesen Namen. Der kann was. Ach, fuck, da war jemand! Oh Gott, ich mache einen Rio-Fehler. Oh, scheiße.
Och, bin ich blöd. Da Kals doch im Matchup ist, gibt's doch Abseits. Ich habe das nicht gecheckt. Ach Gott, das ist der Druck auf hohem Niveau. Das ist der Druck auf verfickt hohem Niveau. Oh Gott, ich habe Angst gehabt, dass er auf Roberto passt, aber geht doch nicht, weil er jetzt im Abseits ist durch Kals. Der im... Ja! Pepe. So, Pepe Le Pou rettet meinen Arsch. Geil, Pepe. So, Halbzeit. Habe ich nur Glück gehabt. Habe ich echt Glück gehabt. Das war so dumm gespielt von mir. Ich bin bereit. Kurz Ergebnis aktualisieren hier. Ich spiele, Saladin spielt nämlich. Gegen, wie heißt der andere Idiot? Ach ja, Bogosch. AB Bogosch. Pepe, 25% Tackling, geil. Bester Mann. Oh, ich habe jetzt Angst. Saladin braucht sehr lange. Was hat er vor? Was könnte er machen? Vielleicht Yuga einsetzen? Eigentlich kann er gar nichts tun. Ich bin gespannt, was tut er machen? Mhm, Napoleon und Yuga, okay. Von mir aus? Nee, so viel Glück kann ich nicht haben. Scheiße, Pepe in Zweier-Matchup. Das ist nicht der Gute, aber ich versuche. Wenn ihr auf hohem Niveau flattern meine Knie. Das wollt ihr nicht sehen. Geil, Pepe, geil, Mr. 20%. Geil, oh, ist das schön. Ah, das ist nicht schön. Das ist kacke. Das ist kacke hoch 3. Oh nein, auf Tsubasa. Ich könnte kotzen. Fickt. Rettet RNG wieder mein Arsch? Ich denke ja. Ach komm, Saladin. Ach komm. Kein Crit ist schon mal gut. So, Genzo. Wer hält denn? Ich bin mir sehr sicher, dass Genzo den halten wird. Weil ich jetzt den besten Catch, habt ihr gesehen, den besten Catch werde ich nutzen. Der kann doch nur gehalten werden, oder? Ach, och nee. Ach, das ist unfair. Das ist nicht fair. Ah, heilige Kackdreckkacke. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee, den Ball über Michael. Wenn der Ball jetzt durchgeht, ohne Auto abfangen, bin ich der King. Bin ich der King? Jo, sieht gut aus. Jo, scheinbar stimmen die Gerüchte, ich bin der oberkrasse Oberking. So, das wird das 2-1, das weiß jeder. Weiß das wirklich jeder, auch das Spiel? Ui, jetzt müsste im RNG wieder für mich die Rolle übernehmen. Ja! Oh nein! Zu früh gefreut. Oh, fick dich doch ins Knie! Ist das lustig? Das ist ein lustiges Spiel. So, Misaki. Taro Misaki. Diesen Namen sollte man sich merken, ne? Ui, Goldcrit. Oh, das ist kacke. Das ist scheiße. Doppelpass Goldcrit. Ja, das Spiel mag mir nicht.
Das Spiel hasst mich sogar. Das Spiel sagt mir, ich soll aufgeben, glaube ich. Ja, oh, einmal habe ich einen Abpraller bekommen, geil. Einmal ein Abpraller, geil, da kann ich durchdribbeln. Und da kann ich passen. Und da kann ich gleich schießen. Goldkrit, bitte, Roberto! Roberto! Oh, das wäre so geil. Wäre es geil, Leute? Kommt. Neutrale Sicht von euch, bitte. 64%, ey, Leute. Der wird auch, der wird abgeprallt, sehe ich jetzt schon mit 3,4%. Och, leckt mich doch am Arsch, ey. So fies, ey. Das ist so fies. Das ist doch gemein. Ich hasse das Spiel. Ach komm, ey. Ich hab Spieler getümmelt nach einer Ecke, das ist doch dumm. Jetzt kommt meine Spezialität. Tsubasa-RNG mit 25%. Oh, was hier passiert? Oh, Slothpapa, danke für dein Subscribe. So, und jetzt kommt mein berüchtigter Tsubasa-RNG. Super Schuss. Oder? Das wäre jetzt übel, wenn Henna das mit 100% Wahrscheinlichkeit halten wird. Ja! Es ist vollbracht! Yes! Ah, ich liebe Dream Team. Dream Team! Oh, es wird. Das ist allerdings gut gespielt, aber tut mir leid. Geil, ey. Was? Ich bin the GOAT, richtig. Danke, Rio. Ah, ist das geil. Da feiere ich gleich ordentlich. Nicht Saladin ärgern, er ist einer meiner Vorbilder. Jetzt sollte ich, glaube ich, hosten, ne? So, das finale Spiel gegen Steffes. Ja, ich weiß nicht. Mit meinem Buff-Team wird es sehr schwer, glaube ich, gegen Steffes, wenn mit demselben Team spielt. Moment kurz. Kann mir jemand helfen? Ist das ein Debuff-Team? Bellamy, bitte schreib mir mal, ob das ein Debuff-Team ist. Ist das ein Buff-Team? Okay. Da werde ich meine Geheimtaktik nicht einsetzen. Oder? Ist ein Buff-Team? Okay. Schade, ich habe was Cooles vorbereitet. Ich habe doch Abstoß gemacht. Was? Wow, ich dachte schon, der ändert jetzt. Ja, an der Stärke, deswegen war ich irritiert, ja. Oder? Oh, das wäre scheiße, wenn ich mich riskiert habe.
Nee, gut. Gott sei Dank. Oh nein, ich hab. Ah nee, der hat auch bestimmt 10 Uhr, ne? Oh, der hat. Oh, der hat wirklich Schimmatze. Ach, wisst ihr was? Dann schieße ich einmal mit Tsubasa drauf. Irgendwann geht er rein. Kennis Japan Killer. Jetzt hoffen wir, dass sein Overrein vorbei. Nee. Ach, leck. Ach komm, fick dich ins Knie, ey. 15,6% Abfang, ja. Ach, ist doch. Ach, das. Ist doch zum Kotzen wieder. Das zählt wahrscheinlich als Matchup-Sieg, ne? Ach, und meine 13,9 klappen nicht. Ach, scheiße. So, okay, Takeshi kann nur passen. Könnte ich auch meinen Schwächenblock Abfang nehmen. Oh nö, ich nehme mal mein Bestes. Steffes schon Skills. Das finde ich nicht gut, Steffes. Das ist. Oh scheiße, das. Tomea, der fängt den. Natürlich lässt er den Ball ab. Ach. Ach, so viel Glück, wie ich gerade hatte, habe ich jetzt verspielt scheinbar. Und Steffes, da muss ich dir noch die Info geben. Misaki kann Auto abfangen. Das wusstest du wahrscheinlich nicht. Also, es wackert schon mal zu Japan-Killer. Dann versuche ich mal Roberto vielleicht schießen zu lassen. Farbvorteil hat Wakashimatsu. Also Farbnachteil hat Wakashimatsu. Jedenfalls nicht, ne? Hatte hohen Ball Wakashimatsu? Ich glaube nicht, ne? Okay, ich schieße es einfach drauf. Wahrscheinlich 30% oder so. Au, mein Rücken! Jo. Habe ich ANG-Glück? Nee, nie habe ich ANG-Glück. Das ist doch langsam lächerlich, oder? Ja, pass auf Sano. Nee, Steffs, ich habe dir doch gerade gesagt, Misaki kann Auto abfangen. Also, Ken ist Japan-Killer, ne? Okay, dann werde ich. Och, was? Ich habe doch gepasst. Ich habe gepasst. Habt ihr alle gesehen? Gute Check, gute. Passen. Ach, keine Zeit mehr, oder was? Okay. Tatsache, wir haben Halbzeit. Hätte das gedacht? Habe ich ein paar Nicht-Japaner auf der Bank? Jo, ich habe Santana. Aber ich will nicht nur Theresa einsetzen. Und ich habe. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.
cool. Endlich PvP. Bob achtet sicher, wann halb. So. Ey, Flieger, ja, du siehst, dass du das Spiel lange nicht mehr spielst. Kals muss ja sowieso Ausdauer verlieren. Dann wird er besser. Ist doch völlig in Ordnung. Hat dann das jetzt nicht geklappt. Schade, ne? Hat dann das nicht. Hat. Oh, hat er den Torwart gewechselt? Dann bin ich so am Arsch. Oh, hallo Lina Moppert, Majas Walnüsse. Hallo? Ne, er hat den Torwart noch drin. Wie, was hast du da gemacht? Ich habe jetzt mehr Nicht-Japaner eingewechselt. Oder war das falsch? Und Karls nix Bande? Karls hatte vorher auch keine Bande, keine Sorge. Ich habe nur drei Bande verloren, dafür ist. Ja, ich spiele genug PvP, ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß schon, was ich tue. 58,5 Bande, das wusste ich. So spiele ich normalerweise immer. Damit ich die Kreufurt-Brüder spielen lassen kann. Ich bin ein erfahrener junger Mann. Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Ich habe vor ein paar Minuten Saladin geschlagen, also bitte Leute. Ich hab ein bisschen mehr Vertrauen. Okay, hab kein Vertrauen. Der Ball kommt auf Tsubasa. Scheiße. Der Falsche im Matchup. Wieso? Also Karls hat noch 1,5 Bande. Natürlich, ein Big Brainer. Pflege, dir ist schon klar, dass ich mit 58,5 Bande immer noch mehr habe als du. Und das Böse macht das 1-0. Schade. Ja, siehst du, dann bist du gleich stark wie ich, also. Außerdem habe ich keinen Verteidiger, den ich einsetzen kann. Ich habe schon rumgespielt, wie es geht. Wenn ich die Kreufurt-Spieler spielen lassen muss, dann habe ich halt nur 58,5 Bande. González könnte ich einsetzen, der hat aber auch nur 3 plus. Und da müsste ich 3 Clubspieler einsetzen. Ich habe alles probiert. Tut es nicht so, als ob ich ein Idiot bin. Steffes macht einen Stream an. Geil. Tja, ich möchte gleich eine Entschuldigung haben, wenn ich als 1-0 mache, Leute, ne? Von jedem hier eine Entschuldigung. Ich würde sowas von Schutton. Ist das ein Crit? Das wäre geil, wenn es ein Crit ist. Oh, ist ein kleiner Crit, ja. Ja, außer von dir, der Tone. So, der dürfte mit 100% reingehen. Bitte? Nur 34? Okay. Tja, so spielen Profis, Leute. Jetzt bitte Raffi, Entschuldigung. Bitte, wer hat noch gelacht? Slowpappa, Entschuldigung. Und. Pflege, hau ab. Ich will ihn nicht mehr hier sehen. Du laberst nur Sachen gegen mich. Kein Bock mehr drauf, wirklich. Das ist ein wichtiges Spiel im Diamond Cup oder wie der heißt. Werde ich nur beleidigt. Jetzt weiß ich, wie Sora sich andauernd fühlt, wenn hier Spiele gespielt werden von ihm. Das ist frech.
Das ist dreist. Wir sind schlimmer, wir sind nicht nur Mainz, wir sind Bochum oder sowas oder Schalke. Ich habe mich doch nicht drüber gewundert. Ich habe gesagt, hoffentlich ein Crit, was natürlich logisch ist bei Full Power. Ja, mach ruhig die Leute fertig. Dann sei lieber Co-Kommentator. Da ist das wenigstens lustig, als im Chat. Genau, nehmen wir uns eine Pfirsich. Hat Scheck gerecht. So, jetzt bitte einmal ein G-Glück. Scheiße. Nee, alles gut, Pfleger. Hey, das ist ein wichtiges Spiel. Da bin ich ein bisschen nervös. Also hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Zu Basa. Ja, Raffi, gegen mich helfen gute Taktiken nicht. Da muss man schon auf Tsubasa passen. Hihi. Aber ich kann schon spoilern, der Ball geht nicht rein. Ja, der wird wohl reingehen. Kacke. Ja, das ist fies. Habe ich noch was im Petto? Habe ich noch was in petto? Ich glaube nicht, oder? Ach, ich spiele mal auf zu Barbe. Komm, schnelle Matchup, bevor der ab. Der pfeift ab. Egal. Glückwunsch, Steffes. Ja, fand ich lustig heute. Steffes hat 2-1 gewonnen. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Es steht. Also 1-0 für Steffes im ersten Spiel. Dann 2-1. Dann 2-2. Oh, die haben gewonnen. 2-3. Scheiße. Gut, Glückwunsch zum Sieg, Salade und Stiffes. Unentschieden zählt als 1-1, also 2-3. Nicht schlecht. Besser als erwartet. Ich bin beeindruckt. 4-5? Okay. Wie sind die Regeln denn? Zählt man jetzt die Tore zusammen oder was? Quatsch, oder? 1-0. Es steht 2-3, ne? Scheiße, ey. Boah, wir haben so gut gespielt, ey. Glückwunsch an, wie heißt das Team nochmal von denen? An die Legends. Super. Und das Beste ist, wir sind nicht chancenlos. Sehr gut. Tore zählen, also doch 4-5, oder wie? Oder 2-3. Und. Okay, ach, keine Ahnung. Ach, ihr wisst schon, wie es ausging. Gut, danke an alle, die dabei waren. Warte, was für Big Brain war? W mal vielleicht nicht immer. Ja, ich bin auch gereizt, Steffes. Flieger hat mich gereizt. Raffi reizt dich. So ist es halt im Emerald Cup. Wir sollten uns alle jetzt immer abreagieren. Wie kommst du auf 2-3, weil unentschieden 1-1 ist? Genau. Und deswegen 2-3. Die haben zwei gewonnen, genau. Richtig. Ein Unentschieden ist 1-1. Ein Sieg auch nur 1, ja. Puh, boah, das waren harte Matches, ey. Das Siegtor gegen Saladin bleibt ewig in meiner Erinnerung. Das wird Saladin nicht gefallen. Ich glaube, der ist sehr angepisst, glaube ich. Vielleicht sogar zu Recht, ich weiß nicht, ob ich wirklich Glück hatte oder nicht. Genau, Nani, the fuck. Wir sollten uns alle beruhigen. Raffi verträgt sich jetzt mit Steffes und Slowpapa mit Bogosch. Dann ist alles wieder gut. Guck mal, wenn ich raiden kann. Kali kann ich raiden, dann machen wir das mal.
Wir gehen jetzt einmal zu Kali rüber. Das ist ein besoffener Österreicher, der andauernd Dokkan Battle spielt. Also begrüßt ihn bitte von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kali3XYZ. Und bis dann. War so ein geiles Spiel gegen Saladin, wirklich. War so geil gegen Saladin. So, macht's gut, bis dann und tschüss.